Eine neue Art der Kaffeezubereitung. Denn trotz der kompakten Maße ist das hier ein Kaffeeautomat, der Aromatechnologie mit vollem Geschmack bringt. Es handelt sich um den Nivona Cube 4102 und er vereint die Idee von Siebträger, Kaffeevollautomat und Kapselmaschine. Was man hier erwarten kann, wie er sich geschmacklich schlägt und im Alltag macht, das erfahrt ihr jetzt. Als erstes fällt einem direkt die Größe auf und das ist auch die Besonderheit. Denn mit gerade einmal 225x320x210mm passt er nicht nur in so gut wie jede Küche, sondern auch zum Beispiel in eine Camperküche. Zudem wiegt er nur knapp 5 kg, was den Transport vereinfacht. Trotz dem kompakten Design bietet er aber einen 1,4 Liter großen Wassertank und einen ca. 250 Gramm großen Kaffeebohnenbehälter. Beim Wassertank gibt es noch eine kleine Besonderheit, denn hier ist ein Claris Frischwasserfilter mit drinne, der Schadstoffe herausfiltert, Kalk reduziert sowie Chlorgeruch und Chlorgeschmack entfernt. Wie man seinen Kaffee zubereitet haben möchte, kann man ganz individuell über das Touchdisplay auf der Oberseite einstellen. Dabei sind folgende Einstellungen möglich: der Mahlgrad, die Abgabemenge, die Kaffeetemperatur in 3 Stufen, das Aroma-Balance-System, also der Geschmack, ebenfalls in 3 Stufen und die Kaffeestärke in 5 Stufen. Außerdem kann man hier die Maschinenpflege bzw. Maschinenentkalkung aktivieren, sowie Einstellungen für Wasserhärte oder Werkseinstellungen für Rezepte ändern. Zudem ist eine Live-Programmierung möglich, welche die Einstellung und Speicherung der Kaffeemenge während des laufenden Bezugs ermöglicht. Sollte der Filter gewechselt werden müssen oder eine Reinigung nötig sein, wird dies ebenfalls hier angezeigt. Das Wichtigste für einen richtigen Kaffeeliebhaber ist aber wahrscheinlich der Geschmack. Und da kommt es auf viele Faktoren an. Ich persönlich trinke keinen Kaffee, deswegen habe ich den Kaffee einfach mal an ein paar Kaffeetrinker verteilt. Die meisten schmeckten hier nicht wirklich einen Unterschied zu einem Kaffee von einem Kaffeevollautomaten. Einige sagten, dass der Kaffee besser schmecke als aus ihrer eigenen Kaffeemaschine und generell war die Meinung sehr positiv. Das kommt aber eben wahrscheinlich auch auf die Kaffeebohnen und eben die gewünschte Einstellung an. Besonders schön ist eben, dass die Bohnen durch das Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl frisch gemahlen werden und somit zusätzliches Aroma sowie Geschmack freigeben. Aber wie mögt ihr euren Kaffee? Schreibt es doch mal in die Kommentare und wenn ihr schon da unten seid, lasst doch gerne auch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Was mich sehr überrascht hat, war die einfache Zubereitung. Man füllt den Wassertank und den Bohnenbehälter auf und schaltet das Gerät ein. Dann hat man dieses Behältnis hier namens Click Cup und schiebt das auf die linke Seite in die Vorrichtung, also die Mahlposition. Nun wählt man die Kaffeestärke aus und wartet, während die Bohnen gemahlen werden. Anschließend nimmt man den Click Cup heraus und schiebt ihn auf der rechten Seite in die Vorrichtung. Dies ist dann die Brühposition. Jetzt drückt man den Hebel auf der rechten Seite nach unten, damit man fortfahren kann. Wenn man möchte, kann man noch Abgabemenge, Temperatur und Aromaprofil verändern, ansonsten nur noch die Tasse unterstellen und den Startknopf betätigen. Und nach einem kleinen Moment fängt die Maschine auch schon an, den Kaffee auszugeben. Dabei wird sie übrigens nicht viel lauter als auch ein normaler Kaffeeautomat. Nach dem Zubereiten kommt das Säubern und auch hier hat der Nivona Cube 4102 etwas Besonderes zu bieten. Denn um diesen Kaffee jetzt aus diesem Click Cup herauszubekommen, muss man nichts weiter machen, als ihn einmal zu drehen. Dadurch kommt dieser nach oben und man kann den Kaffee super simpel entsorgen. Zum Wechseln des Filters im Wassertank ist übrigens ein Werkzeug dabei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nivona sich hier wirklich Mühe gegeben hat und man dies auch spürt. Das Design gefällt mir sehr gut, zudem haben mich die Bedienung und die Wartung bzw. Reinigung sehr überrascht. Geschmacklich kann er mit den großen Kaffeevollautomaten mithalten, wobei die Handhabung für mich ebenso überzeugend war. Ein bisschen schade fanden einige Personen, dass es keinen integrierten Milchaufschäumer gibt, dafür gibt es aber extra Geräte wie zum Beispiel dieser hier von WMF oder etwas kompakter vom Xavax. Die Links zu den beiden Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Mit 479 Euro liegt er preislich auch in einem Bereich, wo er meiner Meinung nach hingehört. Kein High-End-Gerät mit massig Funktionen, sondern ein simpler, kompakter und funktionaler Kaffeeautomat. Danke fürs Zuschauen, haut rein!